Frankreich hat gewählt und die europäischen Börsen sind zufrieden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Market Insight von GKFX. Ja, es ist Manuel Macron, der jetzt der neue Präsident Frankreichs wird. Jetzt werden wir mal schauen, was das große Thema Eurobonds tatsächlich mit sich bringen wird. Auf der anderen Seite hatten wir letzte Woche dann drei große Hauptversammlungen, wo es wirklich turbulent zugegangen ist. Bei SAP, bei Linde und bei VW. Bei VW, klar, das Thema Diesel geht nochmal aufgerufen worden. Bei SAP, ja, da war es dann dementsprechend das Vorstandsgehalt von Bill McDermott. Ja, und bei Linde, da waren die Aktionäre nicht ganz so zufrieden, wie halt eben die aktuelle Fusion, die Übernahme mit Praxair laufen soll. Spekulation der Woche war auf jeden Fall das große Thema Air Berlin und die Lufthansa. Ja, Air Berlin hängt massiv in Schieflage und jetzt könnten es tatsächlich die Kraniche sein, die hier zugreifen. Die Aktie von Air Berlin hat auf jeden Fall schon mal ordentlich abgehoben. Teilweise über 40% ging es dementsprechend nach oben. Der deutsche Markt zeigt sich auf jeden Fall nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron dann doch relativ beruhigt. Hat sich die Woche nicht allzu viel bewegt. Da haben wir mal die ein oder andere Gewinnmitnahme gesehen. Liegt über 12.700. So manch einem dünkt schon, wir bekommen bald halt eben immer entsprechend die 13.000er Marke. Aber was wird jetzt mit Europa passiert? Ja, wir haben schon gehört von Emmanuel Macron das böse Wort, was man in Deutschland ja überhaupt nicht hören möchte, nämlich Eurobonds. Also, die Frage direkt an Florian Eberhardt weitergereicht. Wie sieht's aus in der Eurozone? Kommen denn die Eurobonds? Ja, es wird viel diskutiert im Moment, unter anderem eine gemeinschaftliche Haftung durch die Eurobonds. Aber es wird auch eine neue Aufsicht diskutiert, und zwar durch den Europäischen Währungsfonds, dass sich eben kleinere Krisen nicht flächendeckend in Europa so schnell ausbreiten können. Macron hat viel auf den Tisch gelegt, um die europäische Zusammenarbeit weiter zu fördern. Und unter anderem hat er auch vorgeschlagen, einen gemeinsamen Haushalt, einen europäischen, aufzulegen. Die Konzepte sind nicht neu, aber wir sind wieder genau da, was eigentlich das Kernproblem ist in Europa. Es wird eben viel diskutiert und bis zur Umsetzung auf nationaler Ebene ist es eigentlich ein unglaublich langer Prozess. Und da sehe ich eigentlich die Hauptherausforderung, dass Europa diese Sachen beschleunigen muss. Von der Diskussion auf europäischer Ebene bis zur Umsetzung auf nationaler Ebene muss einfach ein geringerer Zeitraum vergehen. Die Frage natürlich, wie werden sich die Märkte weiterentwickeln und vor allen Dingen, was ist mit unserem sicheren Hafen? Was macht das große Thema Gold jetzt? Also Gold ist durchaus noch ein Safe Haven. Allerdings haben wir eine sehr interessante charttechnische Information im Gold derzeit. Also seit September 2011 haben wir einen Abwärtstrend etabliert und wir befinden uns im Moment an der oberen Begrenzung dieses Abwärtstrends. Die wurde mehrfach bestätigt und hier glaube ich einfach, dass auch allein schon aus technischer Sicht eine Abgabe erfolgen sollte. Platz hätten wir erstmal bis 1060 Dollar in etwa und fundamental spricht auch viel dafür, weil die Liquidität, die wir derzeit an den Märkten haben, das Ganze wird eher in Aktien investiert, im amerikanischen Markt, im europäischen Markt. Und da ist Gold im Moment einfach als Krisenabsicherung nicht mehr so gefragt. Wenn wir mal schauen, was nächste Woche auf uns zukommt. Wir hatten ja diese Woche jede Menge Quartalszahlen. Ja, wie schaut's aus vom Terminplan? Also die nächste Woche steht eigentlich im Zeichen von britischen Terminen. Am Dienstag schaue ich mir beispielsweise den Verbraucherpreisindex von Großbritannien an und von Frankreich. Die Erzeugerpreise von Großbritannien werden ebenfalls bekannt gegeben. Und vor allem ganz wichtiger Termin am Dienstag, das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union sollte recht positiv ausfallen. Wir haben ja im Moment ein sehr gutes Zahlenbild in der Eurozone. Also stabilisiert sich alles, wirtschaftlicher Aufschwung wird dadurch signalisiert und die ZEW-Konjunkturerwartung, die ebenfalls am Dienstag veröffentlicht werden sollten, auch recht positiv ausfallen. Die Industrieproduktion der Vereinigten Staaten wird auch noch am Dienstag veröffentlicht. Auch hier rechne ich wieder mit einem positiven Zahlenbild. Und der Mittwoch geht dann weiter. Arbeitslosenquote von Großbritannien, Verbraucherpreisindex der Europäischen Union. Und am Donnerstag sehen wir dann wieder Zahlen aus Großbritannien. Einzelhandelsumsätze, die wir hier sehen. Und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung von den Vereinigten Staaten wird auch noch bekannt gegeben. Auch hier glaube ich, dass weniger Erstanträge gestellt werden sollten. Auch die amerikanische Wirtschaft entwickelt sich derzeit sehr, sehr robust. Und der Freitag schließt dann ab mit dem Erzeugerpreisindex von Deutschland und das Verbrauchervertrauen von der Europäischen Union, das sehen wir auch noch. Auch das sollte recht positiv ausfallen. Also alles in allem sehr, sehr gutes, robustes Datenbild. Die Eurozone befindet sich wirtschaftlich derzeit im Aufschwung.
Heißt also dementsprechend, der Markt sucht ja momentan noch nach Impulsen, um tatsächlich mal die Marke von 13.000 zu nehmen. Vielleicht kommen die ja nächste Woche dementsprechend auf uns zu. Ja, herzlichen Dank an Florian Eberhardt, Marktanalyst und Börsenpsychologe von GKFX. Und das war's auch schon wieder mit Market Insight. Wir sehen uns dementsprechend nächste Woche Freitag wieder, vielleicht dann auch mit einem neuen Rekord, mit einem neuen Allzeithoch.